Die Ozonschicht ist eine Schicht der Atmosphäre und sie schützt uns vor UV-Strahlen. Das Ozonloch ist eine starke Ausdehnung der Ozonschicht, dies tritt bei der Antarktis auf. Jetzt, wo ihr wisst, was das Ozonloch ist, erkläre ich, wie es entsteht an einem Beispiel. Ein Molekül mit Chlor, das 30 bis 60 Jahre braucht, bis es zur Ozonschicht kommt, wird durch die UV-Strahlung getrennt. Durch das Chloratom entsteht eine Kettenreaktion, das die Ozonschicht zerstört und es braucht lange, bis das durch eine seltene Reaktion stoppt. Im Mai 1985 wurde ein Artikel von der Zeitschrift Nature mit dem Titel Verlust des Gesamtozons in der Antarktis zum ersten Mal veröffentlicht. Britische Forscher entdeckten das riesige Loch in der Ozonschicht über dem Südpol, das so groß war wie die gesamte Antarktis. Immer wieder gab es Hinweise auf das Verschwinden der Ozonschicht, doch es wurde nur als Messfehler eingestuft. 1987 wurde beschlossen, Fluorchlorkohlenwasserstoff zu verbieten, der sogenannte Ozonkiller. Wenn sich das Ozonloch nicht schließt, erhöht sich die Chance von Hautkrebs, weil dich dann mehr UV-Strahlen treffen. Aber das Ozonloch ist gerade dabei, sich langsam zu schließen und ist so klein wie seit 30 Jahren nicht mehr. Unsere Quellen sind planetschule.de, chemiezauber.de, chemiesimpleclub, netdoktor.de, chemie.de und das IGL Buch 3.